Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLiF Universe Video. Heute gucken wir uns die neuen Events an für das aktuelle Wochenende, das letzte Juli-Wochenende. Und es gibt eine Besonderheit, beide Events starten am 30. Juli und gehen bis zum 1. August, also basically von Samstag, also Samstag plus Sonntag die vollen 2 Tage, also nicht ein Event für einen Tag, sondern beide Events gehen 2 Tage. Und das ist einmal das Nachtzeit-XP-Event, und zwar ein XP-Boost-Event. Euer Charakter erhält durch das Besiegen von Monstern 20% mehr XP, während es Ingame-Nachtzeit ist. Ja, also sie haben es tatsächlich geschafft, die Events wirklich noch schlechter zu machen. Also wir haben es ja die ganze Zeit schon befürchtet, beziehungsweise es war ein Running Gag, dass man sagt, ja, das nächste XP-Event wird jetzt nur noch 10% sein. Naja, fast. Also eigentlich ja, ist es jetzt fast so, weil es ist ja nur noch aktiv, wenn Nachtzeit ist. Das heißt, die Hälfte der Zeit wahrscheinlich, und die Hälfte von 20% ist 10%. Das heißt, tatsächlich ist es soweit gekommen. Wir hatten recht. Der Running Gag ist in Erfüllung gegangen. Also am Anfang waren die XP-Events immer 30%. Dann haben sie es aus irgendeinem Grund auf 20% gesenkt. Und jetzt ist es noch 20%, aber nur wenn es nachts ist. GG. Das heißt quasi einfach kein XP-Event für die meisten Leute, weil man, naja, nicht den ganzen Tag spielen kann. Und wenn man zur falschen Zeit online kommt. Ich meine, gut, okay, so kurz ist wahrscheinlich keiner online, dass er niemals erlebt, dass Nacht ist in dem Game. Vermutlich nicht. Aber naja, wer weiß. Und das zweite Event ist das Mokomochi-Event. Die Mokomochi sind los, jagt diese kleinen Fellnasen und erhaltet Eventboxen, die verschiedene Belohnungen enthalten können. Und geht eben auch 2 Tage und hängen von der Serverzeit ab. Das heißt, 0 Uhr ist Serverzeit Start und 0 Uhr ist Serverzeit Ende. Das heißt, je nachdem, auf welchem Server ihr spielt, könnte das halt von der lokalen Zeit, also von der deutschen Zeit zum Beispiel, abweichen. Ja, hier ist einfach nur eine kleine Übersicht oder eine kleine Animation, besser gesagt, ist nicht mal eine Übersicht. Die Übersicht ist hier unten und leider haben sie die Belohnungen nicht geupdatet vom letzten Mal. Das heißt, die komplette rechte Seite könnt ihr einfach ignorieren, weil das ist nämlich einfach nur Food und Refresher bis auf das unterste Item, das ist Purple Cotton Candy. Das heißt, ihr habt quasi 50% der Items hier drinnen, sind einfach Food-Items oder Refresher. Ja. Die Seen gebunden sind. Nice. Und die anderen Items sind zugegebenermaßen nicht so schlecht, aber das Problem, was ich immer mit solchen Boxen habe, also eben wegen diesem Punkt hier, sind Seen gebunden. Das Problem, was ich immer damit habe, ist halt die Tatsache, nicht jeder braucht jedes Power-Up. Also grundsätzlich würde ich sagen, okay, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das Problem ist aber, du musst dir die Mühe machen, diese Mokomochis zu jagen. Wenn du das nicht machst, naja, dann findest du wahrscheinlich nicht viele. Weil wenn du nur da bist, wo du halt levelst zum Beispiel, dann wirst du wahrscheinlich nicht sehr viele von diesen Mokomochis finden, weil die werden nur begrenzt in einem begrenzten Zeitrahmen wieder respawnen. Und das heißt, wenn du nicht aktiv nach denen suchst und immer noch am gleichen Ort bleibst, wirst du halt nur ab und zu so einen Respawn miterleben und das war's wahrscheinlich. Das heißt, man kriegt von diesen Boxen nicht sehr viele, außerdem hat man auch nur 2 Tage Zeit. Und dann ist es halt einfach so, wie gesagt, nicht jeder braucht jedes Power-Up. Also kein Blade der Welt braucht einen Refresher heute. Ja, und kein Mage braucht einen Vitaldrink. Oder die wenigsten. Und bei der Zuckerwatte genau das gleiche. Die Hälfte der Zuckerwatte pro Klasse braucht man nicht wirklich. Gut, es gibt vielleicht ein paar, die tatsächlich fast alle brauchen, okay. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach, es sind halt viele Items drin, genauso mit den Element-Stones, die man einfach nicht unbedingt braucht. Und zusätzlich kommen halt noch diese ganzen NPC-Items, die zudem auch noch seengebunden sind. Ich verstehe nicht, warum die seengebunden sind. Also bei den Power-Ups, bei den Premium-Items, da kann man das ja noch nachvollziehen. Aber warum sind denn Vitaldrink 100 seengebunden? Oder sowas wie First Refresher? Warum? Jeder Spieler über 60 wird das einfach wegschmeißen. Vor allem bei so vielen Items. Ich meine, man wird sich vielleicht die höchsten Sachen aufheben, die höchsten Vitaldrinks, die höchsten Refresher und das beste Food. Aber trotzdem, wie gesagt, diese Sachen sind seengebunden. Das heißt, sie stacken nicht mit den ungebundenen Items und nehmen dann einfach sehr viel Inventarplatz weg. Weil man redet ja nicht von 1, 2 Items. Ich meine, das sind literally alle Refresher. Ja, wobei stimmt tatsächlich nicht. Der 10th ist tatsächlich nicht drin. Aber es sind fast alle Refresher drin und eine Menge Food. Also so viel Inventarplatz hat man dann durch die großen Inventare auch nicht. Außer man hat permanent 2 Inventory Bags aktiv. Also bei diesen Items kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum die seengebunden sind.
Einziger Grund ist halt, dass man sie nicht beim NPC verkaufen kann und damit die Inflation nicht steigert. Aber wenn das die Begründung wäre, wäre das absolut lachhaft. Und ja, bei den Power-Ups, wie gesagt, ist immer das Problem. Bei Lucky Boxen mit Power-Ups ist immer das Problem, nicht jeder braucht jedes Power-Up. Du bist aber gezwungen, diese Lucky Boxen zu öffnen. Und folglich musst du die Hälfte der Power-Ups wegschmeißen, plus diese Items. Das heißt, jeder Spieler schmeißt so zwischen 56 und 70% aller Items wahrscheinlich in den Müll. Und das ist dann da einfach kein gutes Event, weil du musst deine Zeit aufwenden, diese Boxen zu farmen, und wenn du dann davon 70% in den Müll schmeißt, finde ich halt, ist das irgendwie nicht so gut. Aber naja, sieht jeder wahrscheinlich anders. Und ja, das sind die Wochenend-Events, also permanent während der Nacht, also was heißt permanent, aber 2 Tage lang, während es Nacht in-game ist, mehr XP. Und die Mokomochis sind los, das heißt, wenn ihr sie seht, tötet sie und nehmt euch ihre Eingeweide mit. Ich meine, die Boxen, sorry, die Boxen sollte ich mitnehmen. Und ja, das war's. Danke euch fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Flife Universe Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Hi Leute, das heutige Video ist gesponsert von Rise of Kingdom. Rise of Kingdom ist ein Strategieaufbauspiel für euer Smartphone oder auch den PC. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Spiel über meinen Link runterladen könntet. Wenn ihr Level 5 erreicht, würdet ihr mich damit sehr unterstützen. Und ihr könnt auch gerne meinem Bündnis beitreten. Spielestyle einfach bei Bündnis suchen. Und der Link ist in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Danke für die Aufmerksamkeit und danke fürs Sponsoren an Rise of Kingdom.